Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. In dem Video heute werden wir darüber sprechen, was wir sehen, pflanzen und ernten können jetzt im Oktober. Der Herbst ist eingezogen mit der Sonne, mit den vielen Farbpunkten. Ist das nicht wunderschön? Jede Saison hat ihre Reize, ihre Vorzüge. Und wenn wir an den Herbst denken, dann denken wir sicherlich an orangene Punkte. Seid ihr bei mir? Da denke ich viel an den Kürbis. Fangen wir mal an. Beginnen wir doch direkt mal mit dem Thema Ernte und da auch direkt mit den Kürbisgewächsen. Kürbisse können wir dieses Jahr wunderbar ernten, ein bisschen früher als sonst vielleicht. Es war recht warm, recht trocken. Das heißt, wir können jetzt Hokkaido-Kürbis, aber auch Butternut und Muscat de Provence-Kürbis sind jetzt erntereif, wunderbar. Da kann man so viele tolle Sachen mitmachen. Aber nicht nur die, vor mir stehen noch die Zucchini-Pflanzen und die schieben immer noch nach. Da können wir auch noch einzelne Früchte immer wieder ernten. Die schmecken wunderbar. Ist das nicht schön? Aber nicht nur das, im Bereich Kürbisgewächse gibt es noch mehr. Denn wir haben eine Gurke im Gewächshaus, eine Schlangengurke, die Arola. Die ist so robust, die wächst noch wunderbar, die hat Früchte. Bis in den November hinein können wir die beernten. Die findet ihr bei uns im Sortiment. Wir lieben sie, vielleicht habt ihr sie auch. Falls nicht, probiert sie unbedingt mal nächstes Jahr aus. Was soll ich sagen? Herbstzeit ist nicht nur Kürbiszeit, sondern eben auch Wurzelzeit. Die Zeit der Suppen, der Gemüseeintöpfe, da kann man eine Menge ernten jetzt im Bereich der Wurzeln. Ob das jetzt Kartoffeln sind oder rote Beete oder zum Beispiel auch die Möhren, Knollensellerie, Wurzelpetersilie oder eben auch die Steckrübe. Das sind alles wunderbare Sachen, die man in einem Eintopf ganz toll zusammenbringen kann. Es gibt aber noch mehr Wurzelgemüse hier im Garten. Zum Beispiel direkt neben mir, in dem Hochbeet Nummer 4, haben wir Winterwurzelgemüse, wie zum Beispiel die Haferwurzel, die Schwarzwurzel und ganz hinten auch die Pastinake. Da waren wir dieses Jahr ein bisschen später dran, wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr unsere Videos guckt. Die bleiben hier schön drin stehen und naja, November, Dezember werden wir anfangen, die zu beernten. Natürlich kann ich jetzt auch schon mal gucken, ob ich die ein oder andere raushole, aber die kann ich auch gut stehen lassen. Insgesamt finde ich dieses Prinzip sowieso toll, dass ich das Wurzelgemüse im Winter im Hochbeet habe. Es ist so praktisch zu ernten, gerade wenn es so richtig usselig ist und ich mal eben ein paar Pastinaken haben möchte. Beim Wurzelgemüse gibt es aber noch mehr. Auf dem Hof bei uns, auf unserem Versuchsbeet, haben wir ja noch mehr ausgesät, unter anderem eben auch Radieschen und Eiszapfen. Und da können wir auch schon die ersten beernten. Perfekt für den Frischverzehr, nochmal so ein richtiger Kick fürs Immunsystem, gerade bei dem Herbst, bei dem Wetter, was jetzt da ist, ist es absolut genau das Richtige. In der nächsten Kategorie beim Blattgemüse gibt es jede Menge, so richtig viel. Zum Beispiel die Herbstsalate. Ich denke jetzt an Endiviensalat und an den Radicchio. Den Endivien, den beernten wir jetzt schon immer zwischendurch, schmeckt richtig köstlich, dann wächst er auch weiter. Beim Radicchio, naja, ihr seht ja selber, der wächst richtig prächtig und hier sind auch schon Köpfe drin. Wenn ich jetzt unbedingt einen haben möchte, dann würde ich mir auch schon einen rausholen. Aber die lassen wir sonst noch stehen. Ende Oktober sollte das dann auch soweit sein, dass wir die beernten können. So nach und nach, nach Bedarf, wie wir das eben so machen. In Sachen Blattgemüse finden wir noch jede Menge mehr auf unserem Beet, auf dem Hof. Da haben wir nämlich ausgesät und was jetzt auch erntbar ist, eben Spinat zum Beispiel oder Salatrauke, was ich übrigens auch gerne mit dem Endiviensalat zusammen in einen wunderbaren Herbstsalat, Frischkost zusammen mit Gurken oder Zwiebeln gebe, schmeckt richtig gut. Da passen übrigens auch die Radieschen rein. Aber nicht nur das, wir können auch dazu noch Blätter vom Asiasalat, Moutarde Rouge oder dem Mizuna mit da reingeben. Gerade wenn die so ein bisschen kleiner sind, das schmeckt vorzüglich. So ein richtiger Herbstsalat kann ich echt nur empfehlen. Und dann gibt es noch zwei Blattgemüse, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Das eine ist der Stangensellerie, wächst hier vorne bei uns direkt. Kann man wunderbar in der Küche verarbeiten oder eben auch sogar einfach entsaften. Das ist nochmal so ein frischer Kick, so ein Immunbooster, gerade in der Erkältungszeit vielleicht genau das Richtige. In unserem Gemüsebeeten hier gibt es noch mehr Blattgemüse und zwar den Mangold. Wir haben ihn in Rot und auch in Bunt hier stehen. Und gerade wenn so die Sonne leuchtet, die goldene Oktobersonne, sieht es so schön aus. Wundervoll fürs Auge, aber eben auch für die Küche. Wir können die Stiele verwenden, wir können die Blätter verwenden, ähnlich wie Spinat. Oder zum Beispiel auch in verschiedenen Gemüsegerichten passt das ganz gut. Und wenn es dann mal friert und die größeren Blätter absterben sollten, ist das nicht so schlimm, solange es noch nur ein bisschen friert. Danach treibt der Mangold nochmal aus. Er ist also so ein bisschen winterhart, deswegen lasst ihn ruhig länger in euren Beeten stehen und wartet mal ab, was da noch an Blattwerk noch rauskommt und was ihr dann noch beernten könnt. Gerade das Blattwerk im Winter ist ja Gold wert. Was bin ich dankbar für so eine reiche und bunte Ernte? Ebenso auch beim Fruchtgemüse zum Beispiel. Die letzten Auberginen werden jetzt abgeerntet. Chili und Paprika war jetzt dieses Jahr nicht ganz so riesig die Ernte, aber es ist in Ordnung, es reicht für uns alle mal aus.
Was allerdings richtig toll war dieses Jahr, sind die Tomaten. Im Gewächshaus sehen die auch noch richtig gut aus. Das heißt, die können da noch stehen bleiben, die können noch weiter wachsen. Im Freiland und geschützt im Kübel, naja, sieht es nicht mehr ganz so aus, vor allen Dingen im Freiland. Es gab jede Menge Regen, die sehen ein bisschen zerzaust aus, haben allerdings noch keine Kraut- und Braunfäule. Von daher sieht das hier auch sehr vital aus. Da naschen und ernten wir noch zwischendurch. Und wenn ich mir dann die Tomaten in den Kübeln im geschützten Bereich anschaue, naja, da werden wir jetzt so nach und nach die Tomaten abernten, vielleicht auch grüne noch abernten und zum Nachreifen. Allerdings freue ich mich tierisch übers Gewächshaus, denn da kann ich sie wirklich noch reifen lassen und auch eben ernten. Nicht nur die Tomaten begeistern mich, sondern es gibt noch mehr Fruchtgemüse, was hier hohen Anklang findet, wie zum Beispiel die Physalis. Die haben wir jetzt noch im Gewächshaus stehen, da steht sie auch gut in der Ernte. Allerdings kriege ich da nicht so viel von ab, weil so kleine Kinderhände einfach immer schneller sind, aber das freut mich auch, das ist gut so. Wo ich hingegen allerdings was von abbekommen kann, das ist die Melonenbirne, genau, die Pepino. Da werden jetzt hier langsam die ersten Früchte reif, also die mit den lilanen Streifen, die so gelb ist. Wenn die so gelb-orange werden und weich werden, dann ist das die Zeit, dass sie erntereif sind. Ich lasse sie ansonsten noch stehen. Sollte es kälter werden, dann müsste ich sie zum Nachreifen reinholen oder eben die Kübel ins Gewächshaus schleppen, damit die noch ein bisschen reifen können. Mal abwarten, was das Wetter so mit sich bringt. Besonders schön finde ich den Bereich der Hülsenfrüchte. Gut, die Buschbohnen, mit denen ist es langsam zu Ende. Da werden wir die jetzt aus dem Hochbeet rausnehmen und als nächstes wird Feldsalat eingepflanzt. Bei den Stangenbohnen haben wir dieses Jahr frisch relativ wenig geerntet. Deswegen lassen wir sie hängen, lassen wir sie austrocknen. Und was soll ich sagen? Gerade bei den Hülsenfrüchten, bei den Bohnen, zum Beispiel den Stangenbohnen, ist es doch genial. Wir können sie austrocknen lassen, wir können sie ernten. Und was gibt es für eine einfachere Konservierung als bei den Bohnen? Die werden getrocknet. Ich kann die in größeren Mengen trocknen. Die sind kostengünstig, die machen satt, die sind gesund, die sind gut für die Darmflora, die sind einfach zu verarbeiten. Ich glaube, das ist einfach der Renner unter der Selbstversorgung eigentlich. Bohnen, falls ihr euch da noch nicht so richtig mit beschäftigt habt, überlegt mal, ob das nicht vielleicht für die nächste Saison so ein richtig gutes Thema wäre, um sich mit der Selbstversorgung und der kostengünstigen Beschaffung von Nahrungsmitteln im eigenen Garten so ein bisschen nach vorne zu bringen. Weiteres im Bereich Hülsenfrüchte gibt es natürlich auch, und zwar ist jetzt so langsam die dicke Bohne erntereif. Ihr wisst ja, wir bauen die zweimal im Jahr an und die zweite Anbauphase ist jetzt soweit erntereif. Da habe ich es ein bisschen frischer. Die kann ich direkt kochen, lauwarm servieren oder eben auch einfrieren. Da kann ich sie auch recht einfach haltbar machen und bei Bedarf zu einem Salat verarbeiten oder eben auch in die Gemüsesuppe geben. Darüber hinaus ernten wir jetzt auch gerne Zwiebelgemüse. Zum Beispiel der Winterporree hat sich richtig gut entwickelt, dem tat die Sonne gut. Da können wir die ersten jungen Pflanzen schon rausnehmen, wenn wir das möchten. Oder eben auch die Frühlingszwiebel. Frühlingszwiebel ist ja auch winterhart, das heißt, die kann ich auch noch stehen lassen. Die kriegt auch wunderschöne Blüten und die wird immer größer, wächst ganz toll. Da kann ich regelmäßig nach Bedarf Frühlingszwiebeln ernten. Das ist, schmeckt nicht nur gut, sieht auch toll aus und ist auch für die Insekten richtig schön. Und als kleiner Tipp, falls ihr kleine Gartenzwerge oder kleine Gärtner habt, die kann man auch wunderbar mit der Blumenzwiebel obendran als Zauberstab verwenden. Aber pst. Natürlich gibt es noch mehr Zwiebelgemüse im Lager. Also die roten, die weißen Zwiebel oder eben auch die Gemüsezwiebel, die sind bei uns in Kästen trocken, lagern die und die hole ich mir immer nach Bedarf in der Küche. Und ich bin froh, dass wir so viele davon haben, denn die schmecken richtig gut. Und wie schaut es mit dem Erntekörbchen im Bereich Kohlgemüse aus? Gut, denn jetzt gibt es die zweite Anbauperiode von Brokkoli oder Blumenkohl spät. Da können wir schon anfangen zu beernten, auch wenn manche Blumenkohlblütenköpfe noch eher klein sind. Die kann ich trotzdem schon beernten, wenn ich sie haben möchte. Oder eben auch den Herbstkohlrabi. Herbstkohlrabi bringt jetzt nochmal so einen schönen Schwung an Rohkostgemüse rein. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Aber es gibt noch mehr. Denn schauen wir in den Bereich Blattkohl, dann gibt es da noch richtig tolle Pflanzen. Die stehen aktuell bei uns im Beet auf dem Hof und sind ziemlich groß geworden. Ich spreche vom Palmkohl und vom Grünkohl, beziehungsweise vom Federkohl und vom Schwarzkohl, falls euch die Namen eher geläufig sind. Und ich muss sagen, ich habe schon das ein oder andere Mal den Grünkohl ein bisschen berupft. Der wächst ja auch Gott sei Dank schön weiter und es schmeckt einfach köstlich. Die Sorte, die wir bei uns haben, die braucht nicht unbedingt einen Frost, um gut zu schmecken. Die können wir auch jetzt vorher schon beernten. Anderes Kohlgemüse ist zwar im Beet, lassen wir aber noch ein bisschen stehen, wie zum Beispiel jetzt den Winterwirsing und eben auch den Rosenkohl. Die könnte ich jetzt hier und da schon ein bisschen beernten, aber wir möchten die noch stehen lassen, damit sie schön weiter wachsen können und essen es dann eben saisonal, wenn sie wirklich so groß und reif sind, dass sie auch sagen, ja, jetzt ernte mich bitte. Deswegen da üben wir uns noch ein bisschen in Geduld, aber ich würde sagen, das Angebot ist schon wirklich reichhaltig.
Im Moment geht es uns ja allen ziemlich ähnlich, wenn wir einen Blick auf die Preise gerade auch von Lebensmitteln werfen. Und da kommt die Frage vielleicht direkt näher, lohnt es sich nicht, eigenes Gemüse anzubauen oder irgendwie Gemeinschaftsgärten zu bilden? Und ich bin sowieso der Meinung, ja, das lohnt sich. Das war ich aber auch schon seit Jahren. Zum einen, ich weiß, wo es herkommt. Ich kann selber entscheiden, welche Sorten ich anbaue. Ich kann Biogemüse mir leisten, wenn ich es mir selber anbaue. Und eben, ich kann auch Geld sparen. Wenn ihr sagt, boah, nächstes Jahr möchte ich aber mehr Gemüse anbauen, dann fühlt euch eingeladen. Bei uns auf dem Kanal findet ihr über 500 Videos, kurze, lange Begleitung über verschiedene Monate, über Jahreszeiten, wie wir bei uns erfolgreich Gemüse anbauen. Und da sind sicherlich die ein oder anderen Tipps dabei, auch ein bisschen Motivation und Inspiration, die Sache auch mal anzupacken, vielleicht nicht nur Kartoffeln und Zucchini und Tomaten anzubauen, sondern vielleicht auch mal das ein oder andere Gemüse eben auszuprobieren. Wichtig dabei ist, in der Familie zu schauen, was essen wir denn gerne? Wo haben wir einen hohen Bedarf? Und was sind die Dinge, die wir obendrauf noch setzen, wo wir das vielleicht einfach mal ausprobieren möchten? Also fühlt euch herzlich eingeladen, bei uns vielleicht auch mit der Suchfunktion auf unserem YouTube-Kanal mal zu stöbern. Und spätestens da werdet ihr, glaube ich, fündig werden, denn das Angebot auch hier an unseren Videos ist reichhaltig, so wie gerade das Angebot in der Ernte hier im Garten. Kommen wir zur nächsten Kategorie, den Pflanzen. Was können wir jetzt aktuell tun, um unsere Beete wieder aufzufüllen und noch demnächst wieder Ernte einfahren zu können? Ganz aktuell, würde ich sagen, ist der Knoblauch. Ihr wisst, es gibt Herbstpflanzung und Frühjahrspflanzung. Die Herbstpflanzung hat ein bisschen mehr Vorteile und können wir jetzt optimal umsetzen. Vielleicht habt ihr unser Video gesehen, wenn nicht, hier oben verlinkt. Wir haben gerade ein Video abgedreht, wo wir ganz, ganz, ganz viele Tipps zum Thema erfolgreichen Knoblauchanbau im Herbst zusammengefasst haben. Da gibt es auch viele schöne Kommentare zu. Und dieses Jahr exklusiv bei uns im Kiosk, ich bin ein bisschen stolz, dass wir das geschafft haben, gibt es einen biologischen, hochwertigen, qualitativ hochwertigen Pflanzknoblauch. Den Link findet ihr in der Infobox, wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt oder sagt, ach, so ein Knoblauch könnte ich jetzt auch noch mal ins Beet stecken. Lohnt sich auf jeden Fall. Und nächstes Jahr im Sommer könnt ihr richtig tollen Knoblauch ernten. Wenn ihr nicht wisst, wie, schaut unbedingt mal in das Video rein. Das ist recht einfach und umfänglich aber erklärt, sodass es auch bei euch klappt. Der Knoblauch ist natürlich total im Geschmack und wunderbar gesund. Ebenso ist aber auch frisches Grün, gerade im Herbst und Winter, richtig, richtig wichtig und tut uns gut. Und da können wir vorsorgen. Wir können jetzt zum Beispiel die Jungpflanzen, die wir haben, von Postelein, von Winterkresse oder eben auch von Feldsalat, können wir jetzt in die Beete setzen. Wir sehen nicht alles in Direktsaat, wir ziehen auch eben jede Menge vor. Und gerade wenn jetzt so Beete frei werden, wie zum Beispiel bei uns jetzt das Beet mit den Buschbohnen, das Hochbeet, dann wird da nachgearbeitet. Vielleicht habt ihr aber auch Jungpflanzen von etwas zarterem Blattgrün, wie zum Beispiel vom Eichblattsalat oder vom Batavia oder ähnlichen. Auch die könnt ihr jetzt pflanzen. Aber pflanzt sie nicht einfach ins Freiland, das würde denen nicht so gut tun, sondern die möchten irgendwo stehen, wo sie einen geschützten Raum haben, gerade jetzt zu den Temperaturen. Also sprich, wir können sie ins Gewächshaus setzen, wir können sie ins Freiland setzen und dann ein Vlies drüber bauen oder eben in ein Hochbeet können wir sie gut reinsetzen. Und dabei bedarf eben auch so ein Vliestunnel, so ein Planwagen drüber bauen, wie ihr das von uns seit Jahren kennt. Und wenn ihr euch fragt, was wir für ein Material verwenden, wir legen Wert auf Profiqualität, eben weil sie vernünftig ist, weil sie qualitativ ist und vor allen Dingen, weil sie lange, lange, lange hält und wir dann nichts Neues kaufen müssen. Wir haben das bei uns im Blog unter unseren Empfehlungen aufgeführt. Es lohnt sich, erfahrungsgemäß sich mit anderen Gartenfreunden zusammenzutun, ein bisschen mehr zu bestellen, ein bisschen hochwertiger und sich das dann eben aufzuteilen. Zumindest ist das der Tipp, der von uns an euch rausgeht. Jetzt bei dem Wetter gibt es nicht mehr allzu viel mehr, was wir jetzt pflanzen können, aber es gibt immer noch was zu tun im Garten. Wir können ihn ja auch pflegen. Das ist ja auch unser Place to be, unser Happy Place, zum Beispiel bei den Kräutern. Wir haben bei uns hier in den Gemüsebeeten überall nicht nur Blumen, sondern eben auch Kräuter stehen, wie zum Beispiel Schnittlauch. Schnittlauch ist auch winterhart, wird immer größer und den kann ich jetzt wunderbar wie so eine Staude teilen und dann neu versetzen oder einen Ableger meiner Gartenfreundin geben und da auch wieder tauschen. Das ist jetzt eine gute Zeit dafür. Und jetzt könnt ihr auch noch dafür vorsorgen, dass ihr im Winter, im Frühjahr erfreut werdet von richtig schönen Blüten. Ich persönlich freue mich immer sehr, wenn bei uns im Garten die Schneeglöckchen oder die Krokusse sich ja nach oben durchdrücken und ihre Blüten zeigen.
Schneeglöckchen, Krokusse oder auch Hyazinthen, Osterglocken, alles Blumen, die ihr jetzt als Blumenzwiebel verteilt in euren Garten setzen könnt. Und nun haben wir auch eine Zeit im Garten, wo wir ein bisschen planen können, unseren Garten noch ein bisschen erweitern. Garten ist ja sowieso immer dynamisch, das heißt immer in Bewegung und Entwicklung, Entfaltung. Wir können jetzt noch was pflanzen. Und zwar können wir, wenn die Blätter gefallen sind von den Bäumen, können wir Obstbäume setzen oder Wildobstbäume oder eben auch die Sträucher von zum Beispiel Johannisbeeren. Gerade wenn wir die jetzt einkaufen wollen, bekommen wir die ab Ende Oktober wurzelnackt zu einem günstigeren Preis. Das macht durchaus Sinn, mal zu schauen, ob vielleicht hier und da noch ein bisschen Platz ist. Damit kann man seine Selbstversorgung und seine Ernte eben auch wieder erhöhen. Und für die Naturwelt ist es auch nicht verkehrt, den einen oder anderen Wildobstbaum oder eine Wildobsthecke bei sich einzubringen, also da einen Platz für zu schaffen. Und genau das möchten wir bei uns auf dem Hof umsetzen. Aktuell ist es da relativ leer. Von alten Bildern wissen wir, da gab es viele, viele Obstbäume, die es jetzt aber nicht mehr gibt zum größten Teil. Das heißt, der Wind zieht durch. Wir möchten eine große Wildobsthecke pflanzen, einen Raum bieten für die Tierwelt, für die Natur, dass da auch Singvögel ein Zuhause finden können. Hagebutten sollen damit rein. Möchtet ihr das in der Hofgeschichte sehen, dann gebt uns gerne mal einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch einen Tipp habt, schreibt den gerne in den Kommentaren. Da freue ich mich sehr drauf. Kommen wir nun zu der dritten Kategorie dieses Videoformats. Was kann ich denn jetzt noch aussehen im Oktober? Zugegebenermaßen, es ist jetzt nicht mehr allzu viel, aber ein bisschen was gibt es noch. In unserem Aussaatkalender haben wir für jeden Monat aufgeschrieben, was wir wie aussehen können und auch mit welchen Keimtemperaturen. Die Rückseiten sind jetzt bedruckt, falls ihr neu auf unserem Kanal seid. In der Infobox findet ihr den Link zu unserem Aussaatkalender, den wir jedes Jahr wieder neu verwenden können. Im Bereich Blattgemüse können wir jetzt aussehen, zum Beispiel Salate wie Kopfsalat, Eichblattsalat, Eissalat, Batavia, also alles so Salate, die ein bisschen zarter sind. Wo wir dabei darauf achten, ist, dass wir sie geschützt aussehen. Also entweder, wenn wir es im Freiland oder im Hochbeet aussehen, dann mit einem Vlies drüber oder auch im Gewächshaus, das ist auch ein guter Ort dafür. Ebenfalls geschützt sehen wir jetzt auch noch Postelein und Spinat aus. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, hä, wieso sehen die das denn geschützt aus? Das ist doch winterhart. Ja, das stimmt, das ist winterhart. Wenn wir die jetzt schon im Beet stehen haben oder als Jungpflanze, dann passt das mit dem Entwicklungszeitraum. Aber wenn wir sie jetzt aussehen, dann tun wir denen einen Gefallen, denn wenn wir sie jetzt geschützt aussehen, kriegen sie nochmal genug Wärme, sodass sie von dem Wachstum her aufholen können und wir eben noch zu einer Ernte kommen. Deswegen sehen wir die jetzt auch geschützt aus. Vielleicht noch als Tipp dabei, wenn wir jetzt Salate aussehen, auch im Gewächshaus, dann erwarten wir nicht, dass es noch riesige Salatköpfe werden, wie beim Batavia oder so, sondern wir ernten ihn eher in so einem Baby-Leaf-Stadium. Für uns ist es wichtig, auch den Herbst, den Winter über uns regelmäßig mit frischem Grünzeug versorgen zu können. Und das ist eine Art und Weise, wie das seit Jahren erfolgreich eben funktioniert. Wir können auch jetzt noch weiteres Blattgemüse im Freiland aussehen, wie zum Beispiel Winterkresse, Asiasalat oder eben auch Feldsalat. Wichtig ist aber insgesamt, wenn wir jetzt aussehen, ob jetzt im Geschützten, mit einem Vlies drüber oder direkt im Freiland, dass wir uns möglichst sonnige Beete aussuchen können. Denn jetzt im Herbst, im Winter wird es ja, wie wir ja wissen, weniger mit der Sonne und da ist jeder Sonnenstrahl unheimlich kostbar. Deswegen achtet drauf, wo ihr das ausseht, dann habt ihr auch eine erfolgreiche Ernte. Wenn ihr Lust habt auf Radieschen, könnt ihr sie auch jetzt nochmal aussehen. Sinn macht es, das im geschützten Anbau zu tun, also im Gewächshaus oder unter einem Vlies, dann entwickeln die sich noch gut. Wichtig ist insgesamt, wenn ihr jetzt im Oktober noch aussehen möchtet, das so früh wie möglich zu tun, damit die Pflanzen noch genügend Zeit haben zu wachsen und eben auch auf einen sonnigen Standort zu achten. Alle diese Saaten, die ihr im Oktober aussehen könnt, haben wir für euch schon zusammengestellt. Ihr bekommt sie mit der schönen dekorativen Box hier mit der Aussaatbox oder eben auch die Zusammenstellung der Saatguttütchen ohne diese Aussaatbox drumherum. Die Links findet ihr in der Infobox. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, euch vielleicht ein bisschen motiviert hat, inspiriert hat, eine Erinnerung dabei war und wenn ihr demnächst auf dem Hof sehen möchtet, wie wir unsere Wildobsthecke anlegen, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Das hilft auch insgesamt immer unserem Kanal. Auch wenn ihr zufrieden seid mit unseren Videos und mit dem Saatgut, wenn ihr das euren Gartenfreunden weitererzählt, uns ein bisschen unterstützt, vielen, vielen Dank dafür.
Es kam öfters mal die Frage, Jen, habt ihr denn nicht auch Rezepte, ein bisschen mehr, dass wir sehen können, was machen wir denn mit dem ganzen Gemüse? Und ich kann sagen, ja, auf unserem Kanal haben sich einige Rezepte schon zusammengesammelt. Wir haben auch ein eigenes Kochbuch bei uns im Shop und auch auf dem Blog findet ihr einige Rezepte. Deswegen haben wir jetzt für euch verlinkt, hier oben ein ganz passendes Video aus der Selbstversorgerküche-Reihe, wie wir zu über 99% unserer eigenen Gartengemüse-Suppe kochen. Schaut gerne da oben mal rein. Und das Video, wie wir Knoblauch anbauen, haben wir hier auch nochmal für euch verlinkt. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Herbst, ganz viel Sonne, richtig viel Freude auch in der Gartenplanung, in der Selbstversorgung, gerade für die nächste Saison. Und sag mal, bis zum nächsten Mal.